Hallo. Ach, hallo Uwe, willkommen in der Zeberstein. Ja, freut mich hier zu sein. Ja. Da sind normalerweise unsere Fans, oder wir als Fans. Ja. Die Nordkurve, der Block quasi. Wir sind halt genau dagegen vertreten mit unserer Bande. Ich bin seit 1991 Fan vom MSV und deswegen war mir klar, dass Fleckstadt auch hier sein muss. Ich weiß, dass es ein riesiger Traditionsverein ist. Ich weiß, dass hier eine super Fankultur ist und allgemein super Verein, dass hier super gearbeitet wird. Also das ist so das, was man halt so mal mitbekommen hat, wenn man woanders gespielt hat. Man hat ja schon gesehen, wer alles neu dazugekommen ist. Allgemein die Kaderqualität ist sehr hoch hier und das hat mich sofort gepackt, dass man hier auf jeden Fall was zusammen erreichen kann. Und was ich selber vorhabe, ist natürlich ein Team, so gut es geht, dabei zu unterstützen mit meiner Schnelligkeit, mit den Hereingaben, was ich halt so kann. Und einfach Gas geben. Ja, ich habe halt so gut es geht Läufe und was man so machen kann gemacht. Natürlich ersetzt das kein Training, ist schon klar. Also da muss ich jetzt noch mal ein bisschen hinterherackern. Aber ich denke mal, es geht ganz schnell und jetzt so einen schlechten Fitnessstand habe ich jetzt nicht. Also ist alles gut. Ich arbeite mich schnell rein und dann wird das so alles. Ja, aber das ist schon mal hier gewesen als Ja, ich bin Uwe Strupp. Ich bin der Geschäftsführer von Flickflack. Bin aber selber schon seit 1991 Dauerkartenbesitzer und Fan von MSV und daher kam die Verbindung, dass ich hier bin. Im Moment sehr, sehr sympathisch. Er weiß, worauf er sich einlässt. Er war ja schon als Spieler zweimal hier zumindest und von daher, ich denke, der passt ganz gut hier rein. Hier haben alle Neuzugänge diese Saison unterschrieben. Einmal wäre schön, wenn du auch unterschreiben würdest. Und wir Fans unterschreiben wir auch. In der dritten Liga geht es immer um Kampf, um den Willen, Mentalität. Also das ist das, was die dritte Liga einfach auszeichnet und das ist das, was jeder auf den Platz bringen muss. Die individuelle Qualität gehört natürlich auch dazu, aber zunächst einmal muss man sich reinkämpfen ins Spiel.